Hallo Pflanzenfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mit meinen TC-Pflanzen weitergehen, beziehungsweise möchte ich euch zeigen, wie die Pflanzen sich entwickelt haben. Das letzte Video dazu ist jetzt ca. 9 Wochen her und verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Vielleicht schaut ihr da einfach mal rein, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, inwieweit die Pflanzen sich entwickelt haben. Aber jetzt starten wir einfach mal mit dem Video. Ich habe euch jetzt die kleine Box mal ein bisschen näher geholt und die Pflanzen stehen nach wie vor in dieser kleinen Box, das heißt also bei annähernd 100% Luftfeuchtigkeit. Jetzt aktuell sind es 93, ich habe jetzt aber auch gerade ganz kurz mal aufgemacht. Das heißt, im Schnitt sind da ungefähr so 98-99% Luftfeuchtigkeit drin. Die Pflanzen stehen immer noch in dem mitgelieferten Moos, was ja laut MG Plants aufgedüngt sein soll. Und ansonsten bekommen sie nur Osmosewasser und das auch relativ selten, da sich hier drinnen in der Box ja, wie gesagt, bei knapp 100% Luftfeuchtigkeit, die Wasserverdunstung doch recht im Rahmen hält. Genau, ansonsten denke ich, werden wir heute uns die ganze Sache mal von unten anschauen, also sprich die Wurzeln. Und das Ziel für heute ist es, 4 Pflanzen aus diesem kleinen Gewächshaus rauszunehmen und in mineralisches Substrat zu setzen, in die Selbstbewässerung, aber eben doch am Ende wieder etwas geschützt. Das bedeutet auch, die neuen Töpfe werden eine Haube, eine Abdeckung bekommen, um das Luftfeuchtigkeitsniveau halt relativ hoch zu halten. Dann schauen wir uns doch die kleinen Schätzchen mal etwas aus der Nähe an. So, ich habe die Haube jetzt mal abgenommen, damit man die Pflanzen ein bisschen besser sieht. Ganz hier vorne haben wir die erste White Monster. Das ist jetzt das letzte Blatt, was ihr hier sehen könnt. Und ihr sehen könnt, ist das ziemlich weiß. Aber man kann trotzdem die grünen Adern erkennen, die ja doch dann typisch sind für eine White Monster. Natürlich normalerweise noch ein wenig mehr ausgeprägt. Aber das Blatt ist noch relativ jung und glänzt auch noch richtig. Ich denke, dass die grünen Adern auch noch ein bisschen mehr rauskommen werden. Okay, dann haben wir hinten auch eine Monstera, und zwar das ist diese die Monstera Deliciosa Aurea Variegata. Und zwar hat die hier ein bisschen einen Blattschaden, hier in dem Blatt. Und ich vermute, dass es daran gelegen hat, dass hier das Blatt dauerhaften Kontakt mit der Haube hatte. Ja. Und dadurch hat sich an der Stelle hier das Wasser wohl also gestaut und war zu lange zwischen dem Blatt und dem, oder dann vielleicht auch zu lange auf dem Blatt, und dadurch ist wohl dieser Blattschaden entstanden. Ja, kann man nicht ändern. Hier drüben haben wir jetzt dann die andere White Monster, die jetzt hier auch schon dieses ganz klassische, oder nicht klassisch ist es ja eigentlich nicht, aber dieses typische Erscheinungsbild von den Blättern halt zeigt, mit diesen ganz weißen Blättern und diesen dunklen grünen Adern. Allerdings, die hat jetzt hier noch, ich sehe jetzt noch kein neues Blatt geschoben, weil das war, glaube ich, auch schon das war auch schon da, wo ich sie eingepflanzt habe, nur eben deutlich kleiner. Ja, schauen wir mal. So, dann haben wir hier in der Mitte die Alocasia, und zwar die New Gionea Variegata. Und die hat halt echt, also eine echt
hammerharte, geile Panaschierung. Die Blätter sehen absolut fantastisch aus. Und dann noch diese zwei kleinen Florida Ghosts. Ich stelle das mal ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass das jetzt scharf stellt. Ja, also gerade die zwei Pflanzen, die waren wirklich winzig klein. Wenn ihr euch da das andere Video noch mal anschaut dazu, also die sind echt gut angekommen. Auch die andere ist hier drüben. Ich glaube, kann man auch ganz gut sehen. Ich schiebe jetzt auch hier noch schon ein neues Blatt. Und denen geht es halt auch richtig gut. Hoppala, falsche Richtung. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die ganze Geschichte mal raus und gucken uns das von unten an. Und hier lächelt mich schon eine Wurzel an. Die hat sich jetzt hier schon aus dem Töpfchen hier rausgeschoben. Ich hoffe, dass ich das unbeschadet nachher rausnehmen kann, weil die gehört zu der White Monster und die kommt auf jeden Fall in einen neuen Topf. Beim Rest sehe ich jetzt auch bei der White Monster sehe ich hier unten schon schöne Wurzeln. Bei der Aurea hier drüben, die hat halt, ich glaube, die hat die meisten Wurzeln. Und bei den Florida Ghosts, ja, verhalten, also ein bisschen bei der einen. Nee, das ist nicht die Florida Ghost, das ist die, genau, das ist die Alocasia. Und die Florida Ghosts sind das hier. Da sind ganz, ganz minimal Wurzeln zu sehen. Also jetzt bis unten, da werden schon Wurzeln da sein. Aber die zwei bleiben auch in den Töpfen. Okay. Wie gesagt, die Pflanzen kommen dann in die Selbstbewässerung und normalerweise würde ich sie jetzt auch in meinen ganz normalen Substratmix setzen. Allerdings die Körnung 8 bis 16 mm und teilweise ist die Körnung auch ein bisschen größer bei den gekauften Materialien. Das ist einfach zu grob. Das ist zu grob für diese kleinen Pflanzen. Deswegen habe ich jetzt mal Pon gekauft, also Lechuza Pon. Und werde da ein bisschen mischen. Lechuza Pon ist aber meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. Und zwar ist das aufgedüngt. Und ich habe jetzt mal was vorbereitet, was ich euch dann mal ganz kurz zeigen möchte. In der Schüssel, die ihr jetzt vor euch seht, ist Pon drin, also Lechuza Pon. Und zwar habe ich das jetzt schon kräftig ausgespült, also mehrfach. Ich habe alle feinen Bestandteile, die sowieso in jedem mineralischen Substrat mit dabei sind, sind jetzt alle schon raus. Und anschließend habe ich die ganze Sache jetzt mit Osmosewasser mal aufgefüllt und dann jetzt circa eine halbe Stunde stehen lassen. Einfach nur mal, um zu gucken, wie die Werte ausschauen. Das erste, was zu beachten ist bei Pon, ist, dass Pon aufgedüngt ist. Und zwar hier seht ihr jetzt zum Beispiel, sind so Langzeitdüngerkügelchen drin. Ich hoffe, man kann es sehen. Genau. Pon schreibt selber auf, also Lechuza schreibt selber auf ihr Produkt, dass das bis zu 6 Monate wohl die Versorgung der Pflanzen übernehmen kann. Das heißt also, wenn man hier man stellt es in Selbstbewässerung und benutzt dann seinen ganz normalen Dünger-Wasser-Mix, dann kann das ganz schön in die Hose gehen. Gerade bei so jungen Pflanzen. Bei kleinen Pflanzen, die halt eh noch relativ empfindlich sind. Und dann habe ich vorhin mal den pH-Wert gemessen und der hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Und das Ganze mache ich jetzt nochmal. Zuerst nehmen wir nochmal den EC-Wert. So, jetzt seht ihr natürlich nichts. Einen Moment. Ja, jetzt messen wir hier
593 Mikrosiemens, also knapp 600, was hier einfach schon drin ist. Also das ist das, was sich jetzt in dieser kurzen Zeit jetzt schon rausgelöst hat. Nur durch den Dünger, der hier drin ist. Und wenn ihr dann da mit eurer normalen Düngerlösung halt noch rangeht, kommt ihr ganz schnell in Regionen, die gerade für diese kleinen Pflanzen da hinten ein Riesenproblem darstellen würden. Deswegen habe ich jetzt dann auch ich werde nur einen Teil PON benutzen und den Rest mit dem etwas gröberen Substrat, was ich habe, auch auffüllen. Und dann natürlich die ganze Sache sowieso ordentlich spülen und dann auch regelmäßig die Werte prüfen. So, was aber noch ein bisschen problematischer war, zumindest bei der ersten Messung, war der pH-Wert. Und da gucken wir jetzt auch nochmal. Sind wir jetzt bei 7,3. Geht jetzt noch ein bisschen runter. Ich schneide das jetzt mal ganz kurz, bis er sich eingepegelt hat. So Leute, wie ihr sehen könnt, der pH-Wert pegelt sich jetzt so bei 7 ein. 7,02, 7,01 wahrscheinlich. Vielleicht geht er noch ein bisschen runter, aber das ist eigentlich relativ hoch. Die erste Messung, die ich gemacht habe, das war so circa 10 Minuten, nachdem ich das hier alles in dieser Schüssel reingetan habe, war er bei 7,5. Da sich jetzt aber wahrscheinlich ein paar Düngerbestandteile schon aus den Kügelchen gelöst haben, hat das den pH-Wert ein bisschen gesenkt. Aber pH-Wert 7 finde ich ehrlich gesagt ein bisschen viel. Das heißt, ich werde nachher mit Osmosewasser rangehen, aber den pH-Wert auf jeden Fall auf so 5,5 einstellen und dann schauen, also die ganze Sache mal nach einer Woche oder vielleicht sogar nach ein paar Tagen mal kontrollieren, wie sich das entwickelt. Okay, das nur am Rande, das wollte ich euch einfach mal zeigen. PON an sich ist eine feine Sache, wenn man das weiß, dass hier schon Dünger drin ist und dann auch erstmal nur mit Osmosewasser gießt oder mit destilliertem Wasser. Als nächstes werde ich jetzt die drei Pflanzen, also eigentlich wollte ich vier Pflanzen umtopfen, also ich werde auch vier Pflanzen hier rausnehmen. Allerdings ist der Innentopf von dem vierten Töpfchen noch im 3D-Drucker und das wird nicht mehr in diese Aufnahme schaffen. Deswegen werde ich euch in diesem Video nur drei Pflanzen zeigen, also sprich, ich werde die drei Monsteras halt hier rausnehmen. Und dann werden wir von einem Töpfchen, also von einem Gefäß mal das Moos mal in ein kleines Glas tun und da auch mit Osmosewasser auffüllen. Ich will einfach mal sehen, wie die Werte da drin noch sind. Einfach um zu schauen, in welchem Milieu waren denn die Pflanzen jetzt drin. Also was ist jetzt hier überhaupt in dem Moos noch drin? Sind da überhaupt noch Nährstoffe drin? Und wie ist der pH-Wert? Einfach nur um zu gucken, okay, was kann ich denn mitnehmen für das neue Milieu, in das wir es jetzt stellen oder in das wir die Pflanzen jetzt stellen. Okay, gut. Ich würde sagen, das Ganze machen wir für euch im Schnelldurchlauf. Und mit ein bisschen Musik.
Ich habe jetzt alle drei Pflanzen vom Moos befreit, soweit es ging. Ich habe sie jetzt erstmal ins Wasser gestellt. Das wird noch ein, zwei Bestandteile vom Moos lösen. Und also alles, was da noch dran bleibt, werde ich nachher mit der Pinzette noch versuchen, soweit wie es geht, runterzuholen. Bei der ganzen Aktion habe ich jetzt die eine oder andere Wurzel leider verloren. Das ist meistens nicht zu vermeiden, schon gar nicht, wenn die Pflanzen im Moos bewurzeln. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil. Gerade dieses Sphagnummoos hat halt so eine Art Widerhakenstruktur, die sich sehr fest an die Wurzeln anhaften. Und da muss man halt muss man sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und das kann halt schon mal passieren, dass ein, zwei Wurzeln dabei gehen. Aber alle drei Wurzeln haben gesunde Wurzeln. Alle drei Pflanzen haben sehr gesunde Wurzeln und es sind auch noch genügend da, das sollte passen. Und dann habe ich ja gesagt vorhin, dass wir uns mal das Wasser dazu anschauen. Dazu habe ich jetzt mal ein wenig von dem Moos in ein Glas getan mit Osmosewasser. Und schauen uns einfach mal die Werte an. Anfangen tun wir mal mit dem... Oh, ihr seht schon wieder nichts. Anfangen tun wir aber mit dem EC-Wert. Ein Mikrosiemenswert und ja, da ist echt fast nichts mehr drin. Er zeigt jetzt 37 Mikrosiemens an. Ja, mein Osmosewasser hat ungefähr 15 bis 18 Mikrosiemens, also da ist nichts mehr drin, also absolut keine Nährstoffe. Und pH-Wert gucken wir uns auch an. Das dauert jetzt wieder ein bisschen, bis er sich einpegelt. Ja, ist auf jeden Fall deutlich unter 6. Ja, sollte irgendwo so bei 5,6, denke ich, wird er sich einpegeln. Was absolut in Ordnung ist, also eigentlich sogar ein sehr guter Wert. Obwohl Monsteras auch ein bisschen mehr vertragen würden. Aber ich tue meine ganzen Pflanzen bei 5,5 bis 5,8 pH-Wert gießen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay, haben wir das auch. Also vom Milieu her wird sich nichts ändern. Ich muss halt nur aufpassen wegen dem Pon, dass ich da den pH-Wert in den Griff bekomme. Gut, bevor ich jetzt einpflanze, habe ich noch zwei andere Sachen. Und zwar war bei dem Starter-Kit von MG Plants, waren diese zwei Sachen noch mit dabei. Und laut der Anleitung, die ich mit den TC-Pflanzen dazu bekommen habe, sollte man jetzt anfangen, entsprechend die Pflanzen halt, wenn sie in ihr endgültiges Substrat gehen, auch entsprechend versorgen mit diesen Substanzen. Da haben wir zum einen haben wir den TNT-Komplex, das ist ein NPK-Dünger, eine Düngerlösung. Ja, das werde ich aktuell nicht benutzen, da das PON aufgedüngt ist, wäre das hier, glaube ich, zu viel für die Pflanzen, deswegen kommt das schon mal weg. Was aber hier noch ist, ist der Root-Komplex. Und zwar soll das wohl das Wurzelwachstum anregen. Ja, mein Niederländisch ist jetzt nicht so ganz geil, aber wenn ich das so einigermaßen hier hinkriege, dann sollten da 5 Tropfen auf 100 Milliliter sein. Normale Dosierung wären 15 Tropfen, also 0,5 Milliliter auf 100 Milliliter, das heißt ein Drittel. Also das werde ich auf jeden Fall mit dran machen und dann können wir jetzt eigentlich schon anfangen mit dem Eintopfen. Tja, die Töpfe kennt ihr schon, ne? Das sind die Nypon von IKEA, dafür mache ich ja diese Inlays. Das ist jetzt der 9er Topf, also 9 cm, normalerweise für einen 9 cm Topf. Ja, die habe ich ja schon ein paar Mal vorgestellt, die könnt ihr runterladen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe allerdings hier noch kleine Modifikatoren vorgenommen. Und zwar habe ich jetzt erstmal die Gewinde überarbeitet. Das heißt, die ganze Sache lässt sich jetzt deutlich einfacher rein und raus, also komplettieren sozusagen, rein und rausschrauben.
Dann habe ich den Schwimmer, also den Schwimmersteg hier, der ist jetzt etwas dünner. Und auch der Schwimmkörper hat jetzt eine etwas weniger Wandstärke. Das heißt also, ich habe versucht, das ganze Ding etwas leichter zu machen, weil in der ersten Version der Schwimmer nicht so gut geschwommen ist. Dann habe ich noch von dem Deckel mit der Anzeige hier oben, seht ihr hier einen Steg, den habe ich jetzt um 1/10 größer gemacht, einfach damit der Deckel jetzt hier deutlich besser reinpasst, nicht mehr so hin und her wackelt. Ja, aber die Modifikationen habe ich noch nicht hochgeladen. Das könnte aber sein, wenn ihr das Video seht, dass das dann schon online ist. Also wer einen 3D-Drucker hat und Bock auf dieses Design hat, dann ja, ist es kostenlos, könnt ihr runterladen. Gut, ich werde das jetzt eintopfen. Ich denke, ihr kennt die Geschichte schon. Das Ganze mache ich natürlich im Schnelldurchlauf und mit ein wenig Musik. Also viel Spaß mit den Aufnahmen und wir hören uns dann nochmal danach. Leute, ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Die drei Pflanzen habe ich jetzt soweit eingetopft und im Hintergrund seht ihr jetzt dann noch im Gewächshaus die Alocasia stehen und die zwei Philodendrons. Die zwei Philos bleiben drin, aber die Alocasia kommt raus, sobald mein Drucker jetzt dann den Druck abgeschlossen hat. So, dann habe ich ja am Anfang des Videos gesagt, dass ich das trotzdem abdecken möchte. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach diese Orchideentöpfe. Die habe ich jetzt mal schön sauber gemacht und die sollten jetzt eigentlich hier drüber passen. Jetzt habe ich aber vorhin gesehen, wenn ich die jetzt zum Beispiel hier drüber packe, das geht zwar, aber dadurch, dass der Durchmesser von dem Orchideentopf halt größer ist, verliere ich eigentlich so ein bisschen an Höhe. Und dadurch stoßen die Blätter jetzt bei der Monstera gleich wieder oben an, was dann natürlich auch wieder dafür sorgen kann, dass es da wieder zu Blattschäden kommt und ja, es wird die Pflanze auch ein bisschen behindern im Wachstum. Und deswegen habe ich mir solche Ringe noch ausgedruckt. Die passen jetzt hier oben drauf und damit erhöht sich natürlich die Aufstellfläche für den Orchideentopf. Und ich gewinne natürlich dann auch an Höhe für die Pflanze. So, und das ist jetzt erstmal das neue Zuhause für die Pflanzen. Natürlich kommen die wieder in die Vitrine rein. Und dann werde ich in eins von diesen drei Töpfchen werde ich auch noch ein Feuchtigkeitsmesser reintun. Einfach um mal zu beobachten, wie viel Feuchtigkeit sich da drinnen jetzt, sage ich mal, so hält. Ideal wären so 75-80%. Und der kommt dann auch wieder raus. Es ist nur jetzt für ein paar Stunden, damit ich ungefähr weiß, was da los ist. So. Genau. Tja Leute, und damit kommen wir jetzt auch schon so langsam wieder zum Ende des heutigen Videos.
Halt, eine Sache habe ich natürlich noch vergessen, vielleicht auch eine ganz nicht ganz unwichtige Sache. Und zwar, wer das erste Video der Reihe gesehen hat, weiß, dass ich da erwähnt habe, dass ich eine von den zwei Monsteras, also von den White Monsters, verlosen will. Ich hatte ja damals eine bestellt und tatsächlich MG Plants hat mir zwei geliefert. Da die Dinger groß werden und ich ja auf gar keinen Fall zwei von diesen Pflanzen brauche, werde ich eine verlosen. Und da wir uns jetzt so langsam auch der Weihnachtszeit nähern, denke ich, ist das eigentlich eine ganz coole Idee, das in einem der kommenden Videos zu machen. Also wer Interesse hat, so ein White Monster zu gewinnen, aktuell kosten die also als TC-Pflanze in der Größe, so wie ich gekauft habe, ungefähr noch circa 100 €. Also nochmal, wer daran Interesse hat, so eine Pflanze zu gewinnen, sollte auf jeden Fall bei den nächsten Videos mit dabei sein. Und damit verabschiede ich mich auch von euch für heute. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Restsonntag, eine schöne neue Woche und wir hören uns nächsten Sonntag. Macht's gut, euer Pflanzenfreund.